Wenn man über Zukunft nachdenkt, gibt es zwei ganz unterschiedliche Welten, die man sich vorstellen kann. Entweder wir lassen alles durch den Gedanken der Sicherheit bestimmen, leben überwacht, kontrolliert, nur noch mit Kameras ausgestattet etc. Oder aber wir versuchen wieder ein Zusammenleben mit der Natur und mit uns selbst. Übrigens haben wir die beiden Orte unterschiedlich genannt. Das eine, dieses reine Sicherheitsleben, das führt man in Wiesbaden und das andere gemütliche Leben in Wiesbaden. Was Sie hier sehen, ist die NSA-Zentrale. Einmal sehen Sie den Einsatz eines Helikopters. Sie sehen, wie mächtig diese Institution ist, schon vom Gebäude her. Und in Wiesbaden sehen Sie, wie alles vom Grün überwachsen ist, wie diese Zentrale gar nicht mehr existiert, wie man da auch als Kind spielen kann und sein Vergnügen als Erwachsener hat. In Wiesbaden sehen Sie ein Gebäude des Instituts Rudolf Barrow. Nach diesem großen Mann wird dort sozialökologisch geforscht. Und das ist auch erforderlich. Denn wir müssen ökologischer werden, aber es muss immer sozial abgefährdet werden, sonst bringt man die ärmeren Teile der Welt und der Bevölkerung dagegen auf. Das wäre sehr kurzsichtig und falsch. In Wiesbaden sehen Sie einen Wohnblock, und zwar für Hartz-IV-Empfänger. Armut wird isoliert. Sie sehen auch, dass das ganze Privatleben überwacht ist. Nur für einen zusammengestürzten alten Mann interessiert man sich nicht. Der private Sicherheitsdienst ist immer ganz nah. Es ist, wie ich finde, eine ziemlich schreckliche Welt. In Wiesbaden sehen wir ein Baumhaus, etwas übertrieben. Aber es soll eben die Einheit zwischen Mensch und Natur zeigen und dass man auch ganz anders leben kann. Und vor allen Dingen, dass wir auch ganz anders leben wollen. In Wiesbaden sehen wir ein Gefängnis, eine Art Sicherheitstrakt von Siemens. Da kommen Leute hin, die sich nicht unterordnen wollen, die unangenehm aufgefallen sind. Aber nicht nur das, sie müssen hart arbeiten. Und zwar stellen sie Überwachungskameras her, wiederum für den Konzern. Und er verdient an ihnen. Gefangene müssen profitabel sein. In Wiesbaden gehen alle Kinder in den Kindergarten. Das Gebäude ist in die Natur integriert. Und es gibt gut bezahlte und gut ausgebildete Erzieherinnen sehr unterschiedlicher Herkunft. Die Datenbank. Imposante Türme aus Glas und Stahl zeugen von Macht. Geld wird mit Informationen verdient. Und da gibt es noch eine Occupy-Bewegung, aber die wird gerade aufgelöst, während die Reichen in sicheren Kosten davongebracht werden. Das dürfen wir nicht zulassen. In Wiesbaden gibt es eine andere Justiz als in Wiesbaden. In Wiesbaden wird gerade einer mit Handschellen abgeführt, irgendein armer Schlucker, und ein Reicher jubelt vor laufenden Kameras über seinen Prozesssieg. Es muss aber eigentlich nach den Maßstäben der Gerechtigkeit gehen. Ich denke, dass man sich für Wiesbaden und nicht für Wiesbaden entscheidet. Wir haben in Deutschland auch noch nicht Wiesbaden, aber es gibt eine Tendenz dahin. Und dagegen sollten wir uns stellen. Schon jetzt.